Peggy 16. In Risen 2, you start out at Carrera, the headquarters of the Inquisition. The first journeys you undertake as a passenger. Later, the game opens up and you are able to travel to any point of the world by yourself. That was quite a challenge for us, because we had to structure the game in such a way as to make that work. What we often do when we develop a game is, we begin by designing the world. And then comes the story. Then it's all about, why are there people here? Why is this town here? I'll get the stuff you need. Excellent! And only then do we consider the quests. Meaning, if there is a reason why this guy is here, it could justify having a quest. Kann das ein Grund für eine Quest sein? Wir erzählen unsere Geschichten ja immer wie ein Buch. We always tell our stories like in a book. Meaning there's a story you can get into and here you can experience it in different ways. But at some point, everything comes to a head and you reach the end. We've tried to make the middle bit, the substance, as wide as possible so you have a lot of variety. It all gets resolved at the very end, so that our fourth chapter, if I may call it that, is much shorter, whereas the chapters prior to that are packed with quests. Bis dahin die Welt auch wirklich vollgepackt ist mit Quests. Ich sitze hier gerade am Infomanager und schreibe Dialoge. Und weil wir halt ein Rollenspiel machen, haben wir immer ziemlich viele. Das werden bei Risen 2 ungefähr 150.000 gesprochene Wörter sein, die wir haben. Alle Dialoge haben wir hier sortiert. Zum Beispiel habe ich hier eine Choice vom Stahlbart. Wenn er den Spieler trifft, dann der Spieler ist zusammen mit seiner Tochter unterwegs und er fragt ihn halt, welchen Weg hast du genommen, um mich zu finden? And you were in Puerto Sacarico. Which path did you take? Und der Spieler kann dann halt sagen, entweder ich bin über den Pass gegangen oder ich bin durch den Dschungel gegangen. So, und wenn je nachdem, was ich ihm jetzt sage, kriege ich dann entweder schon einen Bonuspunkt bei ihm oder nicht. The pass. The longer and safer path. And it still gets you to the same place. Also was ich sehr schön finde, ist auch nur ein Detail, ist, dass es egal ist, was du ihm sagst, er gibt dir auf jeden Fall einen mit. Ne, wenn du sagst, ich bin den gefährlicheren Weg gegangen, dann sagt er halt, du hast meiner Tochter Gefahren ausgesetzt. Wenn du sagst, ich bin den sicheren Weg gegangen, dann sagt er halt, was bist du denn für eine Lusche? Ne? Also du kannst es ihm in beiden Fällen eigentlich nicht recht machen, aber es hat dann doch noch irgendwo eine Auswirkung. War der Charakter? We decided to get away from the old system of character development. The one with the skill points and different character levels, where you could do level ups and get your skill points. Now you can spend the adventure points you receive for your quests right away. Every player can determine the fundamentals of his or her character himself. But we left the learning mechanism for skills in place. Can you teach me voodoo? Such a great and dark gift you ask for. This is actually a best of both worlds solution, as far as I'm concerned. Der Aufbau der Skills, das steht nicht direkt am Anfang der Entwicklung fest. Das ist etwas, was sich über die 2-3 Jahre entwickelt, weil man feststellt, Sachen funktionieren nicht so, wie man sich gedacht hat. Oder weil man neue geniale Ideen hat und denkt, okay, ich muss das unbedingt jetzt reinbringen. Und deshalb haben wir am Anfang einen ganz primitiven Aufbau von Menüs gemacht, wie die Skills dargestellt werden. Das, was wir aus Season 1 mitgenommen haben, das ist teilweise zu überladen war mit Informationen. Und wir wollten, dass alles gut strukturiert ist unter Reitern, dass man nicht überfordert wird mit irgendwelchen Zahlen und irgendwelchen Informationen. Whereas in the first part, the story centered on aspects such as freedom versus structure, what are the bandits doing, they do whatever they want, what's the Inquisition doing, marching 1, 2, 3, 4, just doing their thing. We've now focused on the story of our four captains and the fight between Mara and the so-called free world. And from this conflict, we've developed our stories and our quests.
Was wir nicht möchten, what we didn't want was to be arbitrary or generic, meaning we want to offer a huge variety, but still tell a coherent story with the player. That's why we've always opted, and still do, for the player choosing a certain character with its own history, rather than have him generate his own random character. And we don't have 10 different endings that one somehow arrives at. We want to tell our story in a way that is ideally enjoyable for the player too. So you have options, but within the framework of the story. That's how the game works.